Willkommen bei einer weiteren Folge Economio. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause und beginnen gleich mit einem Highlight der Wirtschaft, und das ist alljährlich das Raiffeisen Oktoberfest. Dieses Jahr beim 7. Mal war sogar Hermann Mayer zu Gast, und das sorgte natürlich für Begeisterung. Auch bei uns, denn er gab uns ein Interview. Aber sehen Sie selbst. In Dirndl und Lederhosen kam man im Festzelt auf der Pfarrwiesen in Winklern zusammen, um nach dem Motto Weißwurst meets geselliges Miteinander das traditionelle Firmen-Event zu feiern. Wir haben 1600 Kunden bei uns in der Betreuung, in der Firmenkundenabteilung, und wir freuen uns einfach mit den vielen Beratern, die unterwegs sind und die heute auch jeder irgendwo auf einem Tisch dabei sitzt und sich unterhält mit seinen Kunden, dass die persönlichen Kontakt haben, und so funktioniert die Betreuung. Und die Einladung funktioniert auch so, dass man einfach sagt, über persönliche Kontakte, wo man sagt, das ist wichtig, dass man da kommt, dass er her persönlich eingeladen ist und herkommt. Das freut uns, dass so viele Kunden zum Oktoberfest kommen, und besonders heuer haben wir wirklich ein Rekordjahr. Danke an alle, die heute da sind. Auf das sind wir noch stolzer, weil das sind unsere Kunden, und es ist wirklich eine tolle Sache, dass knapp 400 Kunden bei so einem Wetter sich nicht scheuen, da in das Zelt zu kommen. Weil das ist unsere Basis, das sind ganz, ganz wichtige Partner von Raiffeisen, und wir haben jetzt gesehen in den letzten 7 Jahren, dass dieses Fest und die Publikumszahl immer gestiegen sind, und auf das sind wir wirklich sehr stolz. Das Oktoberfest war auch gleichzeitig Vorbote für ein Jubiläumsjahr. Sport- und Werbestar sowie Markenbotschafter Hermann Mayer feiert 2018 mit Raiffeisen die 20-jährige Sponsoring-Partnerschaft. Seine Sportgeschichte mit allen Höhen und Tiefen wurde zum Gesprächsmittelpunkt. Ja, wir sind wirklich happy und stolz, wie du sagst. Der Hermann Mayer wird sehr viel angefragt bei Raiffeisen, und ich glaube, nur 2-3 Banken kriegen ihn im Jahr, und wir sind happy, dass wir ihn heute da haben, weil er ist ein sehr sympathischer Geselle und ist wirklich ein toller Werbebotschafter für uns. Schlagkräftig mag er sein, der Herminator, jedoch an diesem Abend waren Hammer und Zapfahn stärker. Gemeinsam mit Leodega Pruschak, Head of Group Marketing Raiffeisen Bank International AG, hat Hermann Mayer O-Zapft und das Oktoberfest in Winklern eröffnet. Es sind schöne Situationen, auf alle Fälle, wo man durch unser Land reisen kann. Ja, was Österreich, ich sehe es jetzt nicht nur aus Markenbotschafter von Raiffeisen, sondern genauso von den Universumsendungen, wo ich dann teilweise noch in die verlassenen Täler eindringe. Und von dem her ja, ist es einfach toll. Und auch die Abwechslung, hey, dass man da mal auf ein Kundenevent, Kundenveranstaltung. Und das ist eigentlich das Interessante daran, aber diese Abwechslung zu genießen. Hermann Mayer erntet auch nach seinem Karriereende noch viel Sympathie. Das schafft er vor allem durch seine Authentizität, die auch in den Werbespots gut rüberkommt. Da dürfen sich auch so manche Fauxpas einschleichen, wie ein I must to the bank. Das ist kurios, ich habe am Anfang schon immer gesagt, I have go to the bank. Aber es ist eigentlich ganz klar, es wäre wahrscheinlich dann auch nicht so nachhaltig und interessant. Also von dem her sollte man halt genau diesen englischen Fehler einbauen. Und ja, das zu tief ins Glas schauen, glaube ich, machen der eine oder andere Kreative sicherlich öfter, sonst kommt sowas nicht zustande. Aber es geht um eine Bankenwerbung, und für das ist es eigentlich immer wieder sehr seriös. Aber natürlich doch irgendwo nicht jetzt die typische Bankenwerbung. Und das ist das, ja, das finde ich auch interessant daran, dass es eine andere Art und Weise ist, und das eigentlich jetzt mittlerweile schon seit 20 Jahren. Authentisch war an diesem Abend vor allem eines: die gute Stimmung, die insbesondere auch durch die individuelle Kundenbetreuung übers Jahr getragen wird. Raiffeisen war der erste Partner und ist immer wieder für Regionalentwicklung ein sehr, sehr wichtiger Partner für uns. Man hat im Laufe der Jahre, und ich muss sagen, ich bin schon sehr lange bei Raiffeisen tätig, eine sehr enge, freundschaftliche Beziehung. Man ist mit dem Kunden gewachsen, man ist mit dem Kunden öder geworden, und natürlich, das bindet auch, und das bindet uns zusammen, und ja, es ist eine sehr emotionale Beziehung geworden. Ich glaube, es ist wichtig, dass unabhängig davon, wie die Rahmenbedingungen sind, wenn man wirklich versucht, ordentlich zu arbeiten, und wenn das gesamte Team wirklich an einem Strang zieht, dann kann man auch solche Ergebnisse auch in Zeiten, wo die Rahmenbedingungen vielleicht ein bisschen schwieriger sind, auch natürlich erzielen. Aber wichtig ist das, dass die Kunden uns die Treue halten, und das ist auch tatsächlich so.
Begleitet wurde das Oktoberfest nebst Weißwurst, Brezen, Bier und Kaiserschmarrn auch von der Stifter Geigenmusik. Sie sind vielleicht ein bisschen überrascht, aber wir haben wirklich viel zu tun und deswegen haben wir es diesmal nicht in die WKO geschafft zur Moderation, aber wir sehen uns ja in der nächsten Woche wieder und da werden wir wie immer in der WKO unsere Moderation aufnehmen. Jetzt geht es aber motorisch weiter, denn bei BMW, Honda und Hyundai Slavicek gab es ein Marktfest und auch ein Jubiläum zu feiern. Ein tolles Event, wir waren natürlich für Sie dabei. Mit einem Star-Aufgebot nicht nur an neuen Modellen hat das Autohaus Slavicek aufgewartet und zum Marktfest geladen. Gefeiert wurde unter anderem die Auszeichnung Hyundai Autohaus des Jahres. Das ist für uns natürlich eine Bestätigung unserer guten Arbeit und wir sind sehr glücklich darüber. Und heute ist die Übergabe, wir haben heute Marktfest, wir haben regionale Anbieter hier vom Fleischerei Schatz, die hier die für die Kulinarik sorgt, aber auch die Zeitler mit Honig, einen Biobauern, wir haben Niemens Schwedenbonden. Wir haben hier einen Markt aufgebaut für die Kunden, wo sie einfach heute gustieren können, kulinarisch sich verwöhnen lassen können. Und natürlich auch schöne Autos kaufen. So etwa wurden die Autos des Jahres der Marken Honda und Hyundai vorgestellt. Da drängt sich vor allem der neu entwickelte i20 auf, der das Segment der Kleinstwagen aufmischt. Wir haben Tageszulassungen da vom Hyundai i20 ab 10.490 Euro, 0 Kilometer, 5 Jahre Garantie. Also die Qualität, die Ausstattung, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Garantieleistungen. Ich glaube, das Gesamtpaket ist sehr stimmig von dem Fahrzeug. Bei Honda stellt sich der CRV ganz selbstbewusst in den Mittelpunkt. Unsere spezielle Aktion bei der Marke Honda ist der Honda CRV, wie man da sehen hinter mir. Den gibt es jetzt als Neuwagen mit 8.000 Euro Preisnachlass. Den Honda CRV zeichnet auf alle Fälle einmal aus. Er ist sicher einer der Urväter der SUVs und das wissen die wenigsten, es ist das meistverkaufte SUV weltweit. Ebenfalls im Mittelpunkt standen die beiden Überflieger Andreas Goldberger und Daniela Iraschko-Stolz beim Bieranstich. Da gibt es keine Taktik. Ich habe, glaube ich, das Fest hingehabt. Bei mir ist alles daneben gegangen, sogar der Krug ist hin. Also, ich glaube, die beste Taktik ist, man muss das so oft wie überall trainieren. Am Abend durfte Markenbotschafter für BMW Andreas Goldberger einen zweiten Versuch starten und das Bierfass anschlagen. Es war gleichzeitig auch der Anstoß zur 25 Jahre Jubiläumsfeier des Autohauses Slavicek, das die Familie gemeinsam mit Mitarbeitern, Kunden, Partnern und Freunden gefeiert hat. Firmengründung 91, Eröffnung vom Betrieb 1992. Dann haben wir 2001 einen großen Zubau gemacht und 2015 haben wir dann den Betrieb in der Form neu eröffnet, wie er jetzt besteht. Das Autohaus Slavicek hat sich vom kleinen Familienbetrieb zum kompetenten BMW-Partner in und um die Region entwickelt. Den Weg an die Spitze der BMW-Händlerorganisation wurde vor allem durch die Mitarbeiter gewährleistet. So sieht es die Familie Slavicek. Sehr stolz, da einen Teil mit zu, ein bisschen präsentieren zu dürfen. Also es ist wirklich eine Wahnsinnsleistung. So lange ein Familienunternehmen und Hut ab. Gratulation. Und ja, ich freue mich. Man steht da gerade so richtig am Anfang im Leben. Mit 25, da hat man ja Kraft, da kann man eigentlich die Welt reißen. Und ich hoffe, die geben weiter so Gas, weiter so tüchtig, was ich bis jetzt gemacht habe. Und weiterhin so viel erfolgreich. Sehr viele zufriedene Kunden, was ganz wichtig ist, und vor allem so tolle Mitarbeiter, so zufriedene, tolle Mitarbeiter, weil das ist, glaube ich, ein Herzstück dieser Firma, dieser Familie, den Umgang da miteinander, das gefällt mir sehr gut. Rund 50 Mitarbeiter tragen maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei. Entscheidend ist, dass man mit guten Mitarbeitern in einem guten Team arbeitet, eine gute Gesprächsbasis hat und am Ende des Tages zählt dann natürlich die Umsetzung und die Erreichung der Ziele. Aber wichtig ist in einem Familienunternehmen wie hier bei der Firma Slavicek, dass wir alle an einen Strang ziehen und in die gleiche Richtung. Erlebbare Freude am Fahren wird gelebt und an Kunden und Partner übertragen. Vor allem der Altchef, ich traue mir es ja gar nicht sagen, der Henry Slavicek hat ganz, ganz Großes geleistet, hat die Firma aufgebaut und hat es an seinen Sohn übergeben. Der Magister David Slavicek hat das Ding hier übernommen und ich habe gerade erfahren, hat es im letzten Jahr zum besten Jahr der Historie geführt und heuer schaut es aus, wie wenn es das zweitbeste Jahr werden würde. Also eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte, die da passiert ist. Und die geht weiter mit den innovativen Modellen, die neu auf den Markt kommen.
Das ist der 11.11. heuer noch. Da haben wir zwei, kann man fast sagen, Premieren. Es kommt der nagelneue 6er GT. Das ist eine Weltpremiere, kann man sagen, in Österreich. Das ist ein neues Auto, das hat es vorher noch gar nicht gegeben. Sensationelles Konzept, wirklich wunderschön. Da freuen sich die Kunden schon drauf. Wir werden schon regelmäßig darauf angesprochen, wann er endlich da ist. Und das zweite ist ein Volumenprodukt für uns, eines der wichtigsten Modelle, ist der BMW X3. Der wird auch vorgestellt, das ist jetzt auch ein komplett neues Modell. Also es ist wirklich, wirklich eine ganz wichtige Sache für uns und für die Kunden. Und wird auf jeden Fall Freude am Fahren bringen, so wie das 25 Jahre Jubiläumsfest Freude am Feiern geliefert hat. Während ich gerade am Kalkulieren für Angebote bin, haben Sie jetzt dann gleich lustig, denn bei der Sparkasse der Stadt am Stetten waren die Kommerzkunden zu einem Kabarettabend eingeladen. Viel Vergnügen! Lachen ist die beste Medizin, das sagt der Volksmund und so liegt es nahe, den Humor in den Mittelpunkt zu stellen. Aus dieser Überlegung heraus wurde 2001 die Sparkassen-Kabaretttour entwickelt, die hier in der Johann-Pölz-Halle Halt gemacht hat. Es gibt schon viele Jahre die Kooperation zwischen der S-Versicherung und den regionalen Sparkassen. Ich glaube, das ist schon mindestens 12, 13 Jahre her in der Zwischenzeit. Und da gibt es jedes Jahr mit einem anderen Kabarettisten, einer Kabarettistin, gibt es eine Tour durch ganz Österreich. Und die Sparkassen können sie anmelden und wir sind da gerne dabei und auch im heurigen Jahr wieder. Dieses Jahr bittet Kabarettistin Nadja Malé um eine Zugabe. Also eigentlich heiße ich im Original korrekt ausgesprochen Malé. Nadja Malech. Das H hinten bei meinem Nachnamen ist ein Ech. Malech. Genau, aber ja, damit Sie nicht jedes Mal das Gefühl haben, Sie müssen schweigen, wenn Sie meinen Namen aussprechen, nenne ich mich Malé. Nadja Malé. Ein langes E. Ich finde das toll, weil das ist eine schöne Bindung an die Kunden und fördert den Kontakt Kunde. Sparkasse. Ich finde es eine nette Gelegenheit, mit den Kundenbetreuern und auch mit doch bekannten Kunden einfach Kontakt zu halten, zu sprechen, sich auszutauschen, einen netten Abend zu verbringen. In ihrem Best-of-Programm bringt Nadja Malé ein ganzes Schauspielensemble auf die Bühne. Ihre Kunst ist es, in völlig voneinander abweichende Frauencharaktere zu schlüpfen, die auf Zwerchfell erschütternde Weise Einblick in ihr Leben geben. Nur ohne Will. Olga, ich bitte an Wellness-Massage. Ich heiße ohne Weh, aber ich mache mit Weh. Wo? Da. Lass dich verwöhnen in meinem unterirdischen Wellness-Bereich mit exklusiven Behandlungen aus der traditionellen indischen Heilkunst. Wer wünscht sich nicht einmal, in eine andere Rolle schlüpfen zu dürfen? Es gab zwei Rollen, die wir taugert. Also erst einmal selbst Kabarettist zu sein oder auch Schauspieler. Vielleicht vom Direktor von der Sparkasse. War das nichts? Ich habe schon im Fasching meine größten Probleme, mir irgendein Kostüm auszusuchen. Also Verkleidungen oder andere Rollen, das sind nicht unbedingt das meine. Aber umso netter ist einmal zu sehen. Über das habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht. Ich habe das auch gelesen, dass die Nadja Malé das sehr, sehr gut kann. Und sie hat ja, glaube ich, auch Schauspielausbildung und Gesangsausbildung. Nachdem ich diese Ausbildung nicht habe, ich bin eigentlich ganz mit dem zufrieden, was ich selber da stehe. Ich bin die Jacquelina. Und ich habe eine total wichtige philosophische Message für euch. Die Message ist, jetzt habe ich es vergessen. Ja, an und für sich sind immer im Jahresrhythmus sehr, sehr viele Kunden bei uns zu Besuch in der Sparkasse, um auch Produktabschlüsse zu tätigen. Und wir wollen uns einfach einmal im Jahr bedanken bei den Leuten, die regelmäßig zu uns kommen und mit uns schon viele, viele Jahre oft zusammenarbeiten. Wir können natürlich nicht jedes Jahr alle einladen, weil das natürlich die Grenzen der Kapazitäten hier in der Pölzhalle sprengen würde. Aber wir versuchen da natürlich eine entsprechende Rochade hineinzubringen und jedes Jahr andere Leute einzuladen. Und das tun wir sehr, sehr gerne. Die Sparkassen, Erste Bank und S-Versicherung bringen mittlerweile 35.000 Kunden pro Jahr bei über 80 Veranstaltungen zum Lachen.
Willkommen zurück aus der Sommerpause. Im Economio talken wir ja in jedem Magazin mit Magister Christian Feldhofer. Und diese schöne Tradition werden wir natürlich auch fortsetzen, denn steuerliche und unternehmensrechtliche Themen sind immer en vogue. Willkommen, Herr Magister. Sehr geehrter Lemberg, es freut mich, wieder hier zu sein. Unser erstes Thema, ich bin wieder mal naiv und weiß nicht, worum es geht. Es geht um die Due Diligence-Kosten. Was ist denn das? Viele Begriffe kommen natürlich in wirtschaftlichen Belangen aus dem englischen Sprachgebrauch. Due Diligence ist auch so ein Begriff. Er würde übersetzt bedeuten gebührende Sorgfalt. Das ist vielleicht noch eine noch nicht sehr präzise Umschreibung des Begriffes, aber es bedeutet eine Prüfung eines Sachverhaltes, einer Grundlage, die es zu prüfen gilt, ob dieses sorgfältig ermittelt wurde. Um vielleicht den Bogen gleich zu spannen, Due Diligence verwendet man, wenn man heutzutage zum Beispiel ein Unternehmen kaufen möchte. Das heißt, ein Unternehmen hat Jahresabschlüsse, Bilanzen, aus denen man den Erfolg und Entwicklung ersehen kann des Unternehmens. Und bei der Due Diligence wird eben genau das geprüft, ob dieser Jahresabschluss der Richtigkeit entspricht, wie die Zukunftsaussichten des Unternehmens sind, ob es welche Problemstellen gibt im Unternehmen und dergleichen. Das versteht man unter Due Diligence. Das ist ein bisschen wie die Rücklagen, sage ich jetzt einmal. Warum macht man das? In erster Linie bei Unternehmenskäufen ist es von Relevanz. Das heißt, da wird geprüft, ob ein zu kaufendes Unternehmen auch richtig bewertet ist. Das heißt, ob man einen angemessenen Kaufpreis für die Dinge findet. Es ist eine Frage der Bewertung und einer Überprüfung beim Kauf einer Sache, im Normalfall beim Kauf eines Unternehmens oder auch von GmbH-Anteilen. Das heißt, man kann ja auch GmbH-Anteile oder Aktienpakete erwerben und dann wird es genauso geprüft. Das macht hier keinen Unterschied. Ich darf mutmaßen, man darf diese Kosten dann steuerlich absetzen oder verwerten. An sich ja, es ist so oft so diese Aussage, Sie wissen, wenn man sagt an sich ja, kommt nachher immer ein Aber. Es kommt darauf an, wenn zum Zeitpunkt der Due Diligence, zum Zeitpunkt dieser Prüfung, die meistens durch Wirtschaftsprüfungsunternehmen vorgenommen werden, der Kauf schon beschlossen war, dann sind diese Kosten im Grunde sofort absetzbar. War aber der Kaufakt noch nicht zu diesem Zeitpunkt klar und war das eher eine Vorprüfung eines Kaufes, dann müssen diese Due Diligence-Kosten, eben diese Kosten von Anwälten, Wirtschaftsprüfungen, Prüfern, Steuerberatern und dergleichen, mit dem Kaufpreis aktiviert werden und auf eine bestimmte Zeit abgeschrieben oder mit dem gleichen Wert in den Zahlen dann belassen werden. Ich habe vorhin gesagt, wir sind aus der Sommerpause wieder retour und ich hoffe, dass viele Teenager und Twins Feral-Jobben waren. Ist ja gar nicht mehr so einfach heute. Da gibt es einen Gehaltszettel und das ist immer gefährlich, vor allem steuerlich, sage ich jetzt einmal. Was gibt es da zu beachten? Wie Sie richtig sagen, es kann nicht ungefährlich sein, was steuerliche Zwecke betrifft. Das heißt, Feral-Jobs sind nicht automatisch steuer- oder sozialversicherungsfrei, sondern unterliegen den ganz normalen Regeln, wenn man ein Dienstverhältnis oder eine selbstständige Beschäftigung mit jemandem hat. Also es ist ganz wichtig, darauf zu achten, wie das jetzt konkret im Einzelfall aussieht, diese Feral-Jobs, damit hier nicht negative Konsequenzen entstehen. Was wären solche Konsequenzen zum Beispiel, dass man nachzahlen muss? Natürlich, das kann passieren. Es ist so, dass also die großen Steuern, wenn man heute arbeitet in Österreich, sind die großen Steuern die Einkommensteuer oder Lohnsteuer. Das ist an sich das gleiche steuerliche Gesetz. Es nennt sich nur bei Dienstnehmern Lohnsteuer, bei Selbstständigen nennt man es Einkommensteuer. Das zweite sind die Sozialversicherungsbeiträge, die man zu bezahlen hat für Pensionsversicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung, also für dieses Konvolut. Und das dritte, was noch passieren kann, ist Umsatzsteuer. Steuern in Österreich, wenn man das eine Art selbstständiger Tätigkeit ist. Das sind die drei Steuerarten, die davon betroffen sein können. Im Endeffekt geht es ja, glaube ich, um die Zuverdienstgrenze insgesamt gesehen. Was kann hier passieren, wenn man diese überschreitet? Bei der Zuverdienstgrenze ist eines ganz wichtig, nämlich das Alter. Das heißt, bis zum 19. Lebensjahr ist es so, dass es also keine Zuverdienstgrenze gibt. Das heißt, ich darf verdienen, was ich möchte. Und es ist an sich steuerlich nicht beachtlich im Hinblick auf Familienbeihilfe. Das heißt, die Zuverdienstgrenze ist das Wichtige in Bezug nämlich auf die Familienbeihilfe, weil das ist eine Unterstützung für die Familie, für Kinder. Aber wenn ein Kind ja schon selbst Geld verdient, entfällt ja eigentlich die Grundlage und der Zweck für eine Familienbeihilfe. Daher sagt man, Zuverdienstgrenze bis zum 19. Lebensjahr darf ein Kind alles dazu verdienen und die Familienbeihilfe bleibt erhalten. Ab dem 19. Lebensjahr gibt es eine Grenze von rund 10.000 Euro. Wenn die überschritten wird, muss man dann zu viel bezahlte, erhaltene Familienbeihilfe zurückbezahlen. Das ist also gar nicht so ohne, da muss man aufpassen.
Lange Rede, kurzer Sinn, am Jahresende heißt es aufpassen bei der Steuererklärung, oder? So ist es. Wenn man Geld verdient, muss man auch überlegen, ob man eine Jahressteuererklärung machen muss. Und es ist so, in Österreich gibt es zwei Arten von Jahressteuererklärungen. Es ist so, die Einkommensteuer und auch die Sozialversicherung wird immer aufs Jahr bemessen. Das heißt, es gibt Jahresgrundlagen und daher sind auch Jahressteuererklärungen und Abgabenerklärungen notwendig. Und wenn ich heute Dienstnehmer bin, das heißt, als Arbeiter, Angestellter verdient habe, dann macht man am Jahresende eine Arbeitnehmerveranlagung. Geht mittlerweile über Online-Systeme mit der Finanzbehörde, wo dann auch möglicherweise Steuerbeträge rückerstattet werden, wenn man zu viel bezahlt hat. Und wenn man eher selbstständig war, im Sinne eines Werkvertrages auf selbstständige Art und Weise, dann macht man eine Einkommensteuererklärung, auch wenn das Jahr abgelaufen ist. Das ist also die übliche Maßnahme, die zu tun ist im einkommensteuerlichen Bereich. Nicht alle Jahre wieder, aber alle Wahlkämpfe wieder wird mit Steuerzuckern um sich geschmissen, die jetzt auch alle unsere Seher betreffen, sage ich jetzt einmal. Wie amüsant ist das für Sie, bei jedem Wahlkampf zu beobachten? Es ist natürlich schon amüsant zu beobachten. Ich sage immer, es ist wie Weihnachten. Alle Jahre wieder kommen eben diese Wahlversprechen bei den Wahlen. Eingehalten werden sie leider Gottes sehr selten. Es ist natürlich so, dass die Politik natürlich schon heutzutage eine Klientelpolitik ist natürlich. Das heißt, jede Partei versucht, ihre Wählergruppen anzusprechen und für ihre Wählergruppen natürlich auch bestimmte Wahlzuckerl zu verteilen. Daher ist es auch logisch, dass all diese Wahlzuckerl, die hier präsentiert werden, natürlich auch ein bisschen zugeschnitten sind auf die eigene Wählerschicht. Und daher unterscheiden sich natürlich diese Wahlzuckerl aufgrund der Wahlprogramme der Parteien und der Zielgruppen der Parteien schon sehr unterschiedlicher Art und Weise. Jetzt ohne, dass wir jetzt Partei ergreifen, aber es gibt ein paar Vorschläge, gerade von der SPÖ, Erbschaftssteuer oder Maschinensteuer, das wäre schon ein großer Eingriff, oder? Nun, die Erbschaftssteuer hatten wir ja bereits über viele Jahrzehnte, das wäre ja nichts Neues an sich. Und es ist so, wir haben eine Steuerquote von 43,1% zurzeit an Abgabenquote in Österreich. Das bedeutet, dass von allen Leistungen, die in Österreich erbracht werden, 43,1% davon an Steuern an den Staat gehen. Das heißt, alles, was man entrichten muss in Form einer Steuer oder Abgabe, sind 43,1%. Das ist nicht ohne. Wir liegen also in der Abgabenquote weltweit gesehen, sind wir schon ein hochsteuerliches Land. Ja, es gibt natürlich welche, die noch höher besteuert sind. Aber die Parteien versuchen jetzt natürlich diese Steuerquote optisch gegenüber dem Wähler ein bisschen zu senken, teilweise auf knapp 40% oder darunter. Und geben auch bekannt, wie sie vorgehen wollen, um diese Steuerquote dorthin zu bringen. Aber auch hier gibt es wieder ganz unterschiedliche Ansätze. Apropos Ansätze, sehr ähnliche Ansätze haben die ÖVP und die FPÖ. Ist es einerseits möglich, rasch unter 40% Belastungsgrenze zu kommen? Und andererseits heißt das eigentlich schon, das ist die zukünftige Zusammenarbeit, oder? Nun, das politische Lage in Österreich gestaltet man gern in der Begrifflichkeit links und rechts. Das sind übliche Begriffe, es gibt auch den Begriff Mitte natürlich. Und die eher linksorientierten Parteien haben natürlich auch ähnliche Wahlprogramme. Und auch die rechtsorientierten Parteien haben auch ähnliche Wahlprogramme. So gesehen ist es keine Überraschung, dass diese Ansätze oft gleicher Natur sind. Wiederum, weil sie auch ihr Klientel bedienen sollen. Der Unterschied liegt nur darin, dass natürlich einerseits im Rahmen sozialer Umverteilung oft nicht über Sparmaßnahmen versucht wird zu agieren, sondern über Steuererhöhungen. Und andere sagen wieder, haben die Einstellung, dass sie sagen, naja, wir wollen keine Steuererhöhungen, wir wollen lieber die Kosten senken und sparen, wo es möglich ist. Das sind im Grunde die wesentlichen Unterschiede in den Programmen drinnen. Jetzt ist bei uns aber nie die Rede, wie in Tschechien zum Beispiel gibt es eine Flat Tax. Wäre das nicht mal anwendbar? Ich glaube, die Neos gehen ein bisschen in die Richtung. Die Flat Tax halte ich für keine schlechte Sache. Man nimmt ja natürlich den sozialdemokratischen Aspekt im Sinne, sage ich, des sozialen Ausgleiches, was Geld betrifft. Es ist nur so, früher war die Einkommensteuer die hauptsächliche soziale Ebene, wo man ausgeglichen hat. Das heißt, man hat gesagt, man besteuert die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Menschen. Das heißt, je nach Bildung, Talent, was man hat und gut Geld verdient, weil man eben talentiert ist. Wenn man mehr verdient hat, muss man auch höhere Steuern für das soziale System entrichten. Heutzutage ist es so, dass natürlich über alle möglichen Abgaben und Steuern schon diese soziale Ausbalancierung gespielt wird. Das heißt, darum ist halt die Frage, ob das noch zielorientiert ist, weil die natürlich heute ein Ausmaß angenommen hat. Man sagt, das ist vielleicht auch schon ein bisschen zu viel des Guten. Da könnte eine Flat Tax ein Ansatz sein. Ich halte es aber wieder ein bisschen für übertrieben, um so zu nennen. Das heißt, für eine Flat Tax zu gehen, würde ich wahrscheinlich nicht. Ich würde halt nur wenige Progressionsstufen machen in einem Steuersystem. Jetzt darf ich noch eines fragen. Wir haben momentan einen Aufschwung, wir haben eine Rekordbeschäftigung, also die Zahl, das ist auch gut zum Zucker verteilen momentan. Sind Sie das auch bei Ihren Klienten? Tut sich da auch entsprechendes? Also ich muss sagen, ich glaube auch, dass bergauf geht.
Aufschwung ist immer die Frage der Sichtweise, wie temporär ein Aufschwung ist oder wie langfristig ein Aufschwung ist. Das muss man sich immer anschauen, dass natürlich in Zeiten des Wahlkampfes man gern von Aufschwung spricht, ja, und diesen Aufschwung sich hin reklamiert, ist auch logisch. Ja. Aber an sich ist die österreichische arbeitende Bevölkerung eine fleißige und kluge Bevölkerung. Das heißt, wir haben immer schon gute Arbeit geleistet, waren immer auch im Export ganz gut aufgestellt. Wir haben also schon einiges an Hidden Champions in Österreich bei mittelständischen Betrieben. Also wir sind an sich gut aufgestellt. Man muss nur schauen, dass die Rahmenbedingungen nicht laufend noch schlechter werden. Ich glaube, bei den Rahmenbedingungen muss man ansetzen und es gibt genügend fleißige, talentierte Menschen in Österreich und Mitarbeiter, die einen guten Job machen in den Firmen. Wir bringen das schon hin. Nur die Rahmenbedingungen sollten nicht noch bequemlicher werden für den Sozialstaat, sondern ein bisschen mehr an Leistungsfähigkeit auch denken, dass das nicht untergeht. Ich darf mich in diesem Sinne bei Ihnen bedanken für Ihre Ausführungen und wir sehen uns ja schon in der nächsten Woche wieder. Danke. Last but not least möchte ich mich noch bei Ihnen verabschieden. Wir sehen uns schon nächste Woche wieder, denn in der Wirtschaft ist derzeit wirklich viel los und das freut mich sehr. Auf Wiedersehen. Musik